So, da sind wir wieder. Hatten gerade irgendwie Mikrofonschwierigkeiten oder so. Aber Brause, jetzt hörst du mich, ne? Ich höre dich. Alles klar. Ja, wir stehen gerade am Pferdefritzen und gucken, wie man irgendwie am besten nach da unten hinkommt. Skona, Skona, Skona. Westskona führt hier aber nichts hin und Galpen weiß ich gar nicht, wo das liegt. Lass mal irgendwo gucken. Ah, das ist zumindest auf dem Weg. Dann lass uns mal ein Ticket nach Galpen nehmen. Kaufen, Ticket nehmen, Pferdefritzen in die Hand drücken, auf geht's. Hoffe, du bist nicht mehr an mir gestickt. Haha. Ja, jetzt reiten wir gerade durch Nacht und Wind. Apropos Wind, habt ihr das von der Windhose gehört, da, die das Ja, Dorf verwüstet hat? ich hab da auch so einen Smartphone-Clip gesehen. War wirklich eine kleine Windhose. Hab ich mir noch nicht angeschaut, werde ich vielleicht nachher noch machen. Aber schon beeindruckend, so ein Erlebnis, denke ich mir. Tja. Ich habe ja noch keine live gesehen. Ja, live habe ich die auch noch nicht gesehen. Also nur Ich auf dem glaube, Club. Talarian hat meine live gesehen, aber eine Wasserhose. Hallo. An der Küste. Zeitgleich war es hier allerdings auch relativ windig. Richtige Böen. Da habe ich auch einmal Ja, aus dem ne? Fenster geguckt und dachte mir, oha, die Linde draußen. Die verliert öfter mal so einen dickeren Ast, der liegt da mitten auf der Straße. Dann muss man da schnell wegräumen, sonst kracht der nächste mit seinem Auto rein. Aber ist alles gut gegangen bei uns. Kein Sachschaden entstanden. Kann ich eigentlich während des Reitens meinen Chant anmachen? Nee, aber aus. Und an auch. Ach so, der wird einfach nicht angezeigt, wahrscheinlich während man reitet. Oder so. Ja, ich dachte, der wäre aus, weil der oben nicht ist. Aber ich hätte ja auch nur hier gucken brauchen bei meiner Konzentration. Da wird er ja auch angezeigt. 743 Gold habe ich schon. Kannst du da mithalten? 937. Alter Falter, Brause. Wenn du das Platin voll hast, dann gibst du aber einen aus, ne? Jo. So, jetzt sind wir gleich in Galpen. Ich hoffe, von da aus führt dann irgendwie eine Pferderoute weiter. Wobei, wenn ich mir die Strecke so angucke, wie die so um den See sich rumschlängelt, könnte man fast meinen, es wäre schneller, einfach durch den See zu schwimmen. Ich glaube, inzwischen sind wir auch groß genug, dass das böse Seeungeheuer uns nicht gleich killt. So, aber wo müssen wir hin? Dahin nicht. Was ist Gnarfaste? Gnarfaste ist da gegenüber. Und was ist Naliten? Naliten ist, glaube ich, ganz woanders, ne? Ist Naliten nicht weiter irgendwo hier oben noch oder so? Ich kenne mich echt nicht genügend aus in Midgard. Wo ist denn Naliten? Ach, das ist. Ach, da sind wir losgeritten. So hieß das Örtchen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Gnarfaste. Gnar. Ja, dann zisch mal los. Gnar. Aber was hast du jetzt gemacht? Wohin bitte? Gnarfaste. Gnar wie Gnar. Na, Gnar. ja, ich hab hier schon. Das waren seine letzten Worte. Gnar! Er wollte Gnade sagen, aber ist nur bis zum A gekommen. Jetzt rennt er einmal mit dem Gaul hier um das. Ja.
Oh, 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 Bären. Bären, Bären, Bären. Bären, nicht Bären. Das heißt ja auch Mädchen und nicht Mädchen. Noch irgendwelche Wörter mit Ä und E? Nee. Nee und nee, ne? Nee und nee. Bin fast geneigt zu sagen, wir laufen zu Fuß weiter, weil ich mir dieses Askheim mal anschauen möchte. Ja, ein Stück können wir ja noch reiten. Ne, oder? Ja, genau, fast ist ja schon direkt hier. Wo bist du denn überhaupt? Ja, ich bin jetzt in Gnarfaste. Ach, siehst du. Weil hier diese ganze Anzeige, die ist alle so ein bisschen... Ja, die funktioniert nicht richtig. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier in... Oh, meine Buffs sind alle weg. Ich bin zu weit von meinem Browser. Hey, ich bin durchgeritten. Wie? Ja, der, keine Sorge, der hält gleich an. Du musst mich jetzt aber leider nochmal neu buffen. Ich war zu weit weg. Also was ich gerade sagen wollte, in diesem Askheim, da waren noch diese komischen Werwölfe oder sowas. Als wir noch Level, was weiß ich was, 15 oder so waren, da waren die ziemlich gruselig. Inzwischen müssten sie doch machbar sein. Ja, haben wir euch extra am Anfang der Folge das Durchbuffen erspart. Hat sich ja mega gelohnt. Jo, vielen Dank. So, dann stick mal. Und ich laufe dann nach Askheim. Also die vorne sind zumindest noch grün. Vielleicht ist das ja ein guter Level-Spot. Man kann ja davon ausgehen, dass... Ey, du rennst zu schnell, du rennst zu schnell. Achso, weil du wurdest attackiert, ne, von dem Gesachse da. Sonst müssen wir dich gleich wieder neu buffen. Ja, das wäre schlecht. Zweimal buffen pro Folge reicht eigentlich. Wenn wir nicht gerade im BG unterwegs sind. Genau, da waren diese Wachtürme. Guck mal, der ist noch grün. Grün ist natürlich blöd. Hoch genug, um uns zu ärgern mit Aggro. Aber nicht hoch genug, um irgendwas wirklich wert zu sein. Mal gucken. Sind die alle grün? Der ist sogar nur grau. Da hinten ist ein blauer. Da ist noch ein blauer. Ja, eine blaue. Ein blauer Streit. Aber das ist relativ harmlos. Ne, brauchst nicht heilen. Also ich, was liegt da rum? Irgendwas Ekliges. Das liegt ja übrigens schon seit Release rum, also ist nicht mehr taufrisch. Ich will einfach mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist, weil jetzt kommen wir hier rein, ohne zu sterben. Aber ich habe fast das Gefühl, so große Überraschungen oder sowas gibt es hier nicht. Komm, wir gehen jetzt hier einmal rein. Aber einige Werwölfe. Ja, es ist... Mach da einmal dein AE-Gift rein, dann fallen die alle schon tot um. Nee, das war da nicht, ne?
Haut dich der eine? Oder hab ich sie beide? Ne, die hauen beide mich. Ist eigentlich frei zum Casten. Wow, sie will Spaß haben. Ja. Hm? Was auch immer du da gerade gezaubert hast, es hat nichts bewirkt. Ah, danke. Hier ist so eine Schatzkiste oder so, aber das ist alles mehr Deko, fürchte ich. Ja, ich sag mal, Operation Askeheim nähert sich dem Ende. Da hinten liegt noch irgendein komisches Skelett, das kann man sich vielleicht noch einmal kurz angucken. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich interessant. Ob es irgendeine Quest gibt oder so, dass man dafür hier rein muss und, keine Ahnung, das Skelett aufsammeln oder so. Huch. Sammeln Sie ein Skelett Ihrer Wahl. Ich nehme Skeletor! Na komm, du willst auch Streit. Na dann nicht. Ja, okay. Sind wir hier fertig? Dann laufen wir einfach außen rum und laufen dann dahin, wo wir eigentlich die ganze Zeit hin wollten. Irgend so ein Grüner läuft uns noch hinterher, aber das macht nichts. Zwei Grüne macht auch nichts. Es sei denn, sie hauen meinen Brause, das macht dann schon was. So, der haut dich nicht mehr. Habe ich natürlich auch Kampf. Aber dann kann ich hier wenigstens nicht davonlaufen. So, mit dem nächsten Tick müsste ich eigentlich auch wieder Speed haben. So. Wunderbar. Sind wir hier nicht auch irgendwann mal elendig verreckt? Ja. Ab und zu hat es uns mal gerissen. Ja, kommt vor, Leute, kommt vor. In den besten Familien. Ja. Ah, da ist so ein komisches Bäumchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt gleich der Zonenübergang. Da ist er. So. Hier haben wir doch sogar gelevelt, erinnere ich mich. Ah, das war bestimmt auf dem anderen Server. Pass mal auf, das war noch auf, wie hieß er noch gleich? Wir sind ja jetzt auf Genesis, / Origins oder so. Und davor waren wir doch auf Utgard. Ich weiß gar nicht mehr, bis zu welchem Level wir auf Utgard gespielt haben. Huch, wo ist Brause hin? Weiß ich auch nicht mehr. Aber wir waren meiner Meinung nach auch schon, im mindestens 20er Bereich. So, da unten ist der Dungeon. Von uns aus gesehen in südwestlicher Richtung. Da laufen wir jetzt einfach mal hin. Ich weiß, dass wir hier an der Straße entlang, da haben wir so Tomten oder sowas gehauen. Ist ja alles festgehalten für die Ewigkeit in YouTube-Videos. Ganz so weit ist die Suchfunktion ja noch nicht, dass man in YouTube irgendwie eintippen kann. Was weiß ich, Brause und Deutran kloppen Tomten ins Kona Ravine. Und dann findet YouTube bzw. Google das automatisch. Ja, weil quasi YouTube die Videodaten semantisch analysiert oder so. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Müssen Sie sich an NSA wenden? Ja, die arbeiten sicher bestens zusammen.
Ne, wie die Merkel. Ah, es ist super, dass wir das ansprechen. Da haben wir ein Thema gefunden. Ha! Und hier sind gelbe. Können wir auch ein paar hauen. Was sagst du denn zu diesem BND-Skandal? Ja, ich sag mal, irgendwie gleitet das alles so aus der Hand. Also ja, gleitet aus der Hand oder ist gewollt? Ja, ist oder, gewollt. Oder gleitet gewollt aus der Hand? Sagen wir mal, es gleitet aus der Demokratie. Ja, gehörst du auch zu denen, die sagen, also das ist quasi Verrat, Landesverrat? Weil ich, ob du auch zu denen gehörst, die sagen, das wäre quasi Landesverrat. Was wäre Landesverrat? Ja, wenn beispielsweise der BND quasi deutsche und europäische Firmen und was weiß ich nicht, wen alles ausspioniert und dann diese Daten an eine fremde Macht weiterleitet. Und das an andere Geheimdienste weitergibt, genau, dann zum Beispiel an die NSA. Das ist, in meinem Verständnis ist das auch klassischerweise Verrat. Und die einzige Frage ist jetzt, kann das Kanzleramt sich so weit rausreden, dass sie, ich sag mal, glaubhaft darstellen können, sie hätten von nichts gewusst und dann einfach nur inkompetent sind? Oder stecken sie damit drin? Ich weiß nicht. Also viel schlimmer finde ich, dass mittlerweile diese Geheimdienste nicht mehr zu kontrollieren sind. Ne? Ja, man fragt sich ja, schon, wer regiert hier eigentlich, ne? Ja, ja. Eigentlich ist der Spot hier gut. Eigentlich brauchen wir gar nicht weitergehen. Wir brauchen noch nicht weitergehen. Wir können es hier, ja, lass uns dann quasi hier gleich. Ja, wir müssen ja sowieso gleich einen Schluss machen, ne? Ja, aber ein bisschen haben wir ja noch. Ja, gut. Ja, so meiner Meinung nach ist da jetzt auch mit, ja, jetzt muss Aufklärung betrieben werden und dann gibt's irgendein Bauernopfer oder so. Damit ist es meiner Meinung nach nicht getan und im Prinzip müsste, ich weiß nicht, der Bundestag müsste der Kanzlerin mit einem konstruktiven Misstrauensvotum kommen oder so. Dann Immunität weg und dann wird das Ganze mal aufgeklärt. Ja, aber das ist Wunschdenken, ja, das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass da was aufzuklären ist, weil die Leute, die irgendwie diese Informationen besitzen, die geben sie nicht raus. Da können sie sich auf den Kopf stellen. Da können sie 10 Kanzlerinnen hinstellen. Es kommt nichts. Na gut, ich sag mal, da muss man sie notfalls mit Gewalt holen. Information. Ja. Ich meine, da ist ja auch der NSA so tief involviert, dass da. Ja, und das ja auch nicht erst seit gestern. Ich meine, ist ja schön, wenn die sich jetzt irgendwie, wer war das, Sigmar Gabriel oder so hinstellt und da jetzt auch Aufklärung verlangt, aber ist ja nicht so, als ob SPD und teilweise auch Grüne da nicht auch schon mal regiert hätten. Unter diesen Zuständen. Aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel beim NSA ja auch keiner kontrollieren kann. Selbst die Amerikaner kriegen den Geheimdienst ja nicht kontrolliert, weil die. Ne? Ja, aber die hatten zumindest mal einen Snowden, der so ein bisschen die Sachen an die Öffentlichkeit bringt. Ich frage mich, wo ist unser Snowden? Wo ist irgendjemand, der noch ein bisschen integer ist, der mal. Weiß ich nicht. Aus dem Nähkästchen plaudert, der mal zeigt, was da wirklich für ein. Wenn überhaupt irgendjemand von bei uns Interesse daran hätte, sowas zu machen, dann hätte man schon dafür sorgen sollen, dass der Snowden heile und sicher auch nach Deutschland kommen kann, hier geschützt wird vor den Amerikanern. Ja. Ne?
aber allein dadurch, dass sie das nicht machen, zeigt ja schon, dass da, ich weiß nicht, da sind also, ich meine, dass unsere Regierung mehr oder weniger eine Marionettenregierung ist, ne? Das war schon immer so gewesen, das war schon seit dem Zweiten Weltkrieg so. Ja, ich will jetzt nicht zu tief in die Verschwörungsgeschichte abdriften, weil es gab ja viele verschiedene Regierungen und dass die alle aus allen Parteien alle da komplett mit irgendwo drinstecken, glaube ich ja auch nicht. Aber insofern hast du natürlich recht, dass es da gewiss manche Verquickung gibt, die es nicht geben sollte. So, den Blauen will ich nicht umhauen. Ich gehe mal rüber zu den Orangenen da drüben. Und wenn wir die umgehauen haben, dann ist leider auch schon wieder Schluss. Ich meine, das hat sich mittlerweile so verselbstständigt, dass da überhaupt keiner in der Lage ist. Auch von den Regierungen vorher schon nicht mehr in der Lage war, diese Maschinerie zu bremsen. Ja gut, irgendwie muss man sie bremsen können. Wenn sich einer hinstellt und die alle entlässt, dann sind sie entlassen. Jetzt natürlich kann man sich vorstellen, dass so ein Geheimdienst natürlich gegen die meisten Politiker auch vielleicht irgendwas in der Hand haben. Also ich meine, so manch einer wird da irgendwie eine Leiche im Keller haben oder so. Ja. Und wenn der Geheimdienst das weiß, dann hat er ein schönes Druckmittel. Ja. Ja, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir beim nächsten Mal ein bisschen das Thema noch vertiefen können, beziehungsweise was sich bis dahin dann getan hat. Ansonsten spielen wir natürlich auch im Hintergrund ein bisschen Dark Age of Camelot. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Können wir hier gefahrlos sitzen bleiben? Oder ja, war das hier gerade eine Ecke, wo irgendjemand spawnt nachher? Ja, oder? Doch. Egal, wir probieren das einfach. Und weg.